herzlich willkommen zurück zu Samkemikatz, das ist natürlich meine Wenigkeit bei Dragon Quest Heroes 2, meine Damen und Herren. Ihr seht, ich bin gerade mit dem Kampf. Der Kampf ist noch nicht vorbei, nicht so wie bei einem anderen Mal, aber fast. Ich habe noch eine Ulti, ihr seht gerade, ich kann quasi noch meine ultimative Fähigkeit ausnutzen, um den Gegner zu schädigen und zu stunnen für, ich glaube, 2 Sekunden und dann nochmal schön drauf zu gehen. Ich erzähle euch mal meine Taktik, die ich angewendet habe. Wir sind ja schon in der heißen Phase, so gesehen. Ich sehe das, der hat schon sein Feuerschwert rausgeholt. Ich habe die ganze Zeit, bin ich über den rumgetanzt und habe den gemacht. Um quasi meine Ulti, die ich jetzt zünde, zu sammeln. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich meine Ulti genommen habe. Ihr seht unten, ich habe auch keine Blätter mehr. So. Einen schönen Finisher und dann ist die Sache gegessen, meine Damen und Herren. Butz. Ich habe nochmal trainiert. Ich glaube, 3, 4 Level bei jedem. Ich glaube, bei Reza war es sogar noch mehr, weil die ja so niedrig war. Also, Reza ist jetzt Level 45. Also, oh, ihr seht ja gerade am Rand. Caesar 48, Vincent 47, Reza ist Level 48 und der gute Raphael. Nicht den mit den Ninja Turtles vergessen, sondern der Raphael mit den lila Haaren ist Level 49. So, mal kurz hier mich heilen. Ich hoffe, dass ich jetzt straight den anderen jetzt noch machen kann, dass mir dann letzte Stufe oder so kommt. Keine Ahnung. Ich kann es ja mal zeigen, wie viel. Also, ihr seht ja, wie viele Erfahrungspunkte ich brauche jetzt. 500.000. Oh, Caesar kriegt bald ein Level. Und Reza auch. Oh, Raphael. Mit viel Glück. Mit viel Glück kriegt jetzt Raphael nach dem Kampf hier drüben sein Level. Aber dann müsste er ja fast 6.000 Erfahrungspunkte kriegen. Ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch. Oh, mal gucken. Dann wäre er Level 50. Achso, habe ich noch Punkte zum Ausgeben? Habe schon das gar nicht nachgeguckt. Ich kann die auswählen. Das ist natürlich scheiße, aber gut, was soll's. Was haben wir hier? Du hörst das schwerfällige Schlurfen einer korpulenten Kreatur. Ach du Scheiße. Alle Fälle was Fettes dann. Kommt jetzt so ein Warzendrache? Ein Warzendrache. In Gold habe ich noch nicht gesehen. Den Grün hatten wir ja schon, wo wir mit den Atlas gegen den Warzenrache gekämpft haben. Okay, eine Art Broltroll kommt. Bruslas. Interessant. Eine tödliche Sturmwelle. Okay. Okay, der ist riesig. Okay, gleiche Taktik, wie ich es bei einem anderen gemacht habe. Er hat eine schöne große Oberfläche, da kann man schön rein. Ich muss mir erstmal das Moveset mir mal angucken. Boah, ich mache wenig Schaden, ich mache richtig wenig Schaden. Okay, ich darf auf alle Fälle von der Keule nicht getroffen werden, auf jeden Fall. Schön vom weiten Angriff. Schön vom weiten Angriffe machen. Aber ich mache doch relativ gut Schaden. Schön ausweichen. Gut, die Welle ist ja sehr, sehr langsam. So. Jetzt kommt wieder die Keule. Jetzt geht er wieder zurück mit der Keule. Na, ja, das geht. Das geht stabil. Das kann man. So. Kann man ein bisschen rangehen hier. Das Ausweichen nicht vergessen. Nochmal ausweichen. Sehr schön. Wieder ein bisschen rein hier. Ja, das geht relativ gut. Das geht auch nur so gut, weil er so schwerfällig ist und nicht sehr beweglich. Der andere ist ja hin und her gedasht und hat die Feuerdrachen. Jetzt nochmal ein kleines. Nochmal ein kleines Wort zu den anderen, den ich Feuerblatt gemacht habe. Wenn er den großen Drachen macht und 3 Feuerbälle auf euch schießt. Den ersten Feuerball könnt ihr locker easy ausweichen und die zweiten drückt ihr einfach blocken.
Die machen ohne so viel Schaden. Ich glaube, die haben bei mir 30, 38 gemacht. Das sieht aber auch daran, dass ich ein sehr hohes Level habe. Ich sehe das hier hoch. Ich mache jetzt nicht so ultimativen Schaden, aber ich mache jetzt keine. Oh fuck, das tat mir. Ich mache jetzt auch keine Special-Attacken. Außer jetzt die hier. So. Springen. Oh fuck, das tat weh. So, ich bin mal gespannt, wenn er bei der Hälfte ist, was dann passiert. Schön ausgewichen, sehr gut. Ich nehme meine Ulti, dass ich wieder sammeln kann. So. Mal gucken, wie viel das bei denen zieht. Brudi, Alter. Da muss ich ja komplett los. 5000. Bei den anderen hat es nur über 3000 gezogen. Okay, jetzt kommt da. Jetzt geht's in die heiße Phase. Phase Nummer 2 bei dem. Brudi, ehrlich? Really? Oh, jetzt kommt die Keule. Fuck, jetzt hat es mich getroffen. Ah, wie ich es gesehen habe. Verdammte Scheiße, ich muss einfach mal von der Wand wegkloppen. Ihr seht so, da macht er nur 30 Schaden bei mir, also alles relativ entspannt. Oh, sogar mein Schwanz schlägt dazu. Das ist aber dirty, Alter. Das ist aber dirty, was du da machst. Mal kurz zurück. Ich muss erstmal. Ich mache erstmal Fernangriffe, bis der gute schleimig geheilt hat. Gut, der ist nur auf mich gerichtet, das ist sehr gut. Schleim, heim mich mal, Junge! Okay, diesmal nur immer. Okay, der Gegner ist relativ, der ist wirklich viel einfacher als der andere. Riesa kann sich ja so heilen. Ja, auf den habe ich gewartet. Genau auf den habe ich gewartet. Das war knapp. So. Ja, Feueratem. Das war richtig scheiße gewinnen. Uiuiui. Nee, den brauche ich nicht. Ich will den hier haben. So, wenn ich den heilen will. So, bei denen habe ich die andere Fähigkeit reingenommen. Quasi, ich glaube, Härtner. Abhärtung. Dass er quasi den In-Move, also eine Attacke, wegstecken kann. Schleim, heil den mal. Dass ich wieder umswitchen kann. Der heilt auch keine MP. Also ist Raphael und Caesar die einzigen, die KP heilen? Das ist ja komisch. Also MP heilen, nicht KP. Also LP. Schleim. Der will mich doch verarschen, oder? Kann das sein? Das gibt's doch ne! Der will mich echt flachsen. Was ist denn das für ein Bullshit? Das ist aber Bullshit. Ich will doch, der Schleim heilt mich jetzt. Das war doch nicht so. Das war knapp. Das war knapp. Rosenring, dass dein Schleim den heilt.
glaube, die. Ich glaube, zwei Leute haben den. Oh, der hat 300 gezogen. Ich habe ja, ich glaube, zwei Leute haben den Ring und ich glaube, Vincent ist einer davon. Ui, das war knapp. Ja, scheiß drauf. Scheiß drauf! Dann machen wir es halt so. Das heißt, gehen wir noch kurz rein hier. Wie gesagt, da kann mir ja keinen Schaden zufügen. So, hol die. Tot. Oh, ich hätte echt gerne noch so einen Wandsdrache gesehen, in Gold. In Grün haben wir ja schon gesehen. Naja. So, das war relativ entspannt, was ich sehr gut finde. So, ist das auch weg? Achso, ich hab's geschafft. Erstmal das. Das war bloß die Aufwärmübung. Ein Teleport erscheint. Okay. Donnerwetter. Weiß nicht, wie lange die alte Pumpe den Marathon noch mitmacht. Aber auf zu neuen Taten. Wie? Ich weiß. Das war die härteste Truppe, mit der wir es je zu tun hatten. Und das will was heißen. Immerhin sind wir noch am Leben. Genau. Ende gut, alles gut, sage ich immer. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Besonders bei dem Level, Alter. Ja, okay. Talent. Hier sind 5 Punkte. Da kann ich nicht so richtig aufleveln hier. Irgendwas. Da kann ich nur Weisheit machen. Das ist auch. Blockeffizienz, Beschleunigung der Konzentration, wenn Feuereifer. Also, wenn ich quasi lange B gedrückt halte, habe ich hier irgendwas? Ne, da habe ich auch nichts. Okay, auf jeden Fall. Vorwärts. Also ich bin schon über 80 Stunden bin ich dabei, ich bin schon fast bei 90. Mann, oh Mann, hier liegt was richtig Übles in der Luft. Und es wird ständig schlimmer. Ob wir wohl schon bald da sind? Ich will es schwer hoffen. Merkt euch meine Worte, Malek wird fallen. Und wenn ich mein eigenes Leben dafür geben muss. So etwas darfst du nicht sagen, Caesar. Du bist jetzt ein König. Du musst an dein Reich und deine Untertanen denken. Dein Leben gehört ihnen ebenso wie dir. Du kannst es dir jetzt nicht leisten, es wegzuwerfen. Vielleicht hast du recht. Aber ich werde mich selbst nicht als König sehen, bis ich meinen Vater gerecht habe. Aura des Bösen beginnt in den Inneren des Schlosses. Wenn man schreit, die Tür geht gleich zu. Sind das Tür? Das sind die Tür. Ja, die geht gleich zu und dann geht's los. Oder die geht auf. Die Tür ebenso allein aufgegangen. Da wäre eine willkommene Abwechslung, wenn es keine völlig durchscheuerte Falle wäre. Bin ich froh, üble Fall. Bin ich froh über Fälle, also Falle? Freue mich auf ihre Zuschnappen, um mir Fäuste zu prügeln. Um mit Fäuste zu prügeln die Schurken, die sich gestellt haben. Hihi. Oh nein, ich muss jetzt. Oh, Bullshit, ey. Okay. Okay, das sind noch. Okay. Kurz ein bisschen ausweichen hier. Die kriegen keinen Schaden, oder? Wenn die da drauf fallen. Ja, ich glaube, ne. Dem gibt keine Chance, oder? Kann es sein? Mal kurz ein bisschen auf. Scheiße. Das war jetzt nicht so geplant. Ich weiß. Oh, dieser Bash. Ja, egal, scheiß drauf. Scheiß drauf. So, nehmen wir eine Hand mit. Rote Hand.
sehen schon, was ein bisschen abfuckt, ist dieses Eis. Das mach. So. Also ich mach schon noch Schaden, ordentlich Schaden an den. Heilen nicht möglich. Ja, ist das halt so. Brauche ich aber euch, ne? So. Ich kann aber euch meine Ulti quasi sammeln. Das ist schon relativ sexy. So, der ist tot. Und weiter geht's. Ach ja, schon mal die Gegenstände, die ich schon beluft gelevelt habe, noch mal weiter aufgelevelt. Boah, war das anstrengend, sage ich euch. Ich war in der Wüste unterwegs. Oh nee, ich muss die wirklich alle wegmachen. Boah, belastend. Du machst das. So, ist er weg? Nee, der lebt noch. Jetzt ist er weg. Ich werde ja eh wieder aufgeladen, wenn ich in der Weile Zeit nur rumstehe und nichts mache. Ich muss wirklich alle wegmachen. Ist das belastend? Nee, der lebt noch. Na, ja, das ist auch weg. Geht die Tür hier auf? Oh nein, das ist doch Bullshit. Ey, seht ihr die ganze. Seht ihr die ganze Karte? Wetten, ich muss sie komplett aufdecken. Ey, jetzt mal ohne Flachs. Das ist doch Bullshit. So, ich warte mal kurz. Ist das hier auch so, dass ich dann automatisch geheilt wäre? Ich glaube nicht, oder? Scheiße. Ja, das ist ja kacke. Dann machen wir es aber so hier. Ich sehe die ganzen... Ich hab gar keinen Bock. Ich renne einfach durch. Scheiß auf die. Scheiß auf die. Ich renne einfach durch. Es bringt mir ja nichts. So, jetzt da durch zu. Mich da durchzumetzeln. Ich suche jetzt einfach den Schalter. Sag, ich bin voll. Suche jetzt einfach den Schalter und gut ist. Nee, ist er nicht. Ich muss ja nur den Schalter finden, dann betätige ich die und dann... Danke. Mini-Medaille gekriegt. Ja, mit kurzem bitte. Mal freie Bahn hier machen. Na gut, Raphael kriegt bald ein Level. Er ist bei 12.000. Der kriegt bei den Level. Na gut, scheiße. Na gut, dann muss ich ein paar wegmachen. Da ist der Level 50. Willst du mich verarschen, Digga? Dann mach ich ihn weg. Also mach ich ein paar weg. So, in die Ecke dann. Wachposten. Weg damit, Jungs. Weg damit. Den großen Dino muss ich ja wegmachen. Bleibt mir ja leider nichts anderes übrig. Hier, zack. Aber schon im Schalter... Ja, es war mir schon fast klar, dass ein größerer Gegner bei dem Schalter wartet. Axisaurus. Der dreht sich.
witzig. Beziehungsweise schwingt seine Axt. Was war das denn jetzt? Da kam einfach eine Figur. Das war krass. Das war krass. Das Tor hat sich geöffnet. So, der hat jetzt sein Level. Der ist jetzt schön Level 50. Das ist sehr gut. Ich weiß, dass der voll ist, aber das... Ach komm, hau ab. Du bist unrelevant. Ich bin falsch. Scheiße. Aber den nehme ich noch mit. So. Hau ab. So. Hier lang. Ich muss jetzt quasi wahrscheinlich links, rechts und dann die Schade betätigen, dass ich nehme. Was ist denn hier los? Eis. Oh, eine Eis-Stage. Oh nein, Alter. Gar keine Lust. Besonders, wie das so abfuck ist, wie du die ganze Zeit hin und her rutschst und boah, das ist so dumm. Komm, ist mir gerade so vor, dass die Frame wird gerade richtig am Arsch. Anscheinend. Das kommt mit dem Geslide, kommt das nicht zurecht. Das ist schon mal hart. Das ist richtig hart. Ach, scheiß jetzt drauf. Ich geh jetzt einfach mal, dass wir hier vorankommen. Das ist ja Bullshit. So, die sind weg. Alle weg. So wie ich das gehört. Tür hat sich geöffnet. Wenn ich auf dem Eis stehe, geht die Framerate richtig in den Keller. Ich muss wirklich überall rein. Boah, ist das kacke. Boah, das ist... Das ist richtig unnötig in der Länge gezogene Kacke. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Schade, ich wollte eigentlich die Vase kaputt machen. So. Angriff gestorben. Ja, gut, scheiß drauf. So, jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. Lass mich raten, ich muss jetzt mal den großen Monster wegmachen, dass die nächste Tür aufgeht. Okay, du spielst bitte mit Eis gerne. Okay. So. Die Framerate spinnt gerade bitte. Das ist, damit kann ich jetzt aber gerade, das sind gerade bitte scheiße. Und ich habe vergessen zu gucken. Hier sind zwei solche Monster. Und ich habe vergessen zu gucken, wie viel Zeit schon vergangen ist. Das ist so unbedingt schlecht. An der Stelle. Kacke. Aber das ist so schlimm. Im schlimmsten Fall werde ich ja wieder geheilt.
Der war gut. Der war richtig gut. Boah, der kam sexy. So, der ist weg. Weg damit. Brauchen wir den Schmutz. Geht's denn jetzt weiter? Hä? Hier gibt's doch nur den Weg. Bin ich besoffen? Ich komm doch nur hier lang? Hä? Muss ich die weg? Muss ich die kaputt machen? Ja, ich muss die kaputt machen. Okay. Kann ich aber hier durchrennen? In der Ecke oder in der anderen Ecke ist der Schalter. Hier ist der Schalter. Ich will hier bitte vorankommen hier. So, jetzt ist das in der Mitte auf, oder? Okay, das Tor ist auf und das in der Mitte ist auf. Sehr schön. So, was bringen wir jetzt die Level noch? Großartig. Ich denke und hoffe, dass ich, sagen wir so, bereit bin, den letzten Gegner entgegenzutreten. Hoffe ich jetzt einfach mal. Komm, drin das weg, genau, dass ich rennen kann. Okay. Die Tür hat sich geschlossen. Oh, Bullshit. Naja, was soll's. Auf der anderen Seite, ja gut, sind vier Stück. Ja gut, wenn du unbedingt den da drauf haben willst, kein Problem, mach ich gern für dich. Mach ich gern für dich, klar. Dann gehen wir einfach durch. Ja, der ist schon fast tot. Wir gehen einfach durch. Zack. Der ist weg. So, jetzt holen wir die noch. Und die noch. So, wir lassen die einfach mitkämpfen. Zack. Boah, ich mach Schaden. Leck mich am Arsch. Sehr schön. Nein. Heiden nicht möglich. Ich habe mich aber bereit. Sehr schön. Nochmal zurück hier. Batz. Der nächste weg. Ganz entspannt. Ganz entspannt. So, der eine tanzt. Das ist aber egal. So. So, sind wir der Reiter hier? Ja. Achtung, Schlund, nicht da. Sollen sie doch kommen?
Hier kommt die letzte Welle. Soll es doch kommen? Kein Problem. Ja. Ich habe noch meine Ulti. Ganz entspannt. Ich kann die meisten Gegner fast one-hitten. Also die großen Gegner. Ich bin eingeschlafen. Das ist Bullshit. So, genau mit. Der ist durchgegangen. Man muss aber die Gegebenheiten auch mal nutzen, ne? Hier, guck dir das an, wie sie schön dastehen. Einfach mal kurz hier. Guck dann. Mal kurz warten. Jetzt. Wir gehen einfach rein. So, wir tun die fast alle One-Hitten. Wir gehen einfach rein. Hier. Jetzt noch den hier. Durchgehen. Zack. So. So. Hier, den können wir nehmen. Hier, den können wir nehmen. Dann haben wir hier den Affen, den wir uns verwandeln können. Hier, auch weg. Hier, guck dir das mal an. Die haben doch die Möglichkeiten. Dann nutzen wir die hoch. Ey, Freund. Na, du holst dein Schild raus. Ist aber dirty, was du da machst. Da kommt die Axt. Muss man natürlich ausweichen, ganz klar. Bitte rumtänzeln. Sehr schön. Ich habe im Internet ein bisschen nachgeguckt, da hat er den nicht angeguckt, da hat er Raphael, also sein Raphael, Feuerattacken. Ich habe in dem Fall, habe ich jetzt Eisattacken. Wie das richtig zusammenhängt, weiß ich nicht, weil ich an den Anfang nichts geändert oder großartig habe. Kacke. Er muss doch mal sterben. Ach nee, ist meiner. Ich bin ein Idiot, das ist ja meiner. Oh, du musst dich jetzt alle noch wegmachen. Das ist richtig belastend. Das ist ja richtig abtören. Und den noch, den spielen wir noch raus. So, der ist weg. Und noch den hier. Und den hier. So. Kacke, jetzt habe ich keine Mana mehr. Muss warten. Ich habe auch gesehen. Müssen wir auch noch wegmachen hier? Den Jung. Du musst da drehen die Flucht an. Den will große schon noch wegmachen. Darf ich nicht noch wegmachen? Nee, darf ich nicht. Scheiße. Sehr schön. Bevor ich jetzt da reingehe, setze deinen Weg fort. Da vorne, ihr seht's, da vorne geht's rein, da wird die Bäre aufgemacht und dann sind wir ganz oben. Bevor ich da jetzt reingehe, beende ich jetzt den Part. Ich lasse mich jetzt überraschen, was auf uns zukommt. Ich bin gehypt, ich freue mich extrem drauf. In dem Sinne, wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein, Leute, macht was Sinnvolles und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Trickenfest Jochs 2. Mit mir, ihr wisst Bescheid, ihr Racker.